Nakula heißt wörtlich Mungus bzw. ein iltisartiges Tier, also die Bezeichnung für ein kleines Säugetier. Nakula ist aber auch der Name für einen Bruder oder Halbbruder von Arjuna und Yudhishthira. Nakula war der Bruder, der Zwillingsbruder von Sahadeva. Nakula und Sahadeva gelten beide als die Söhne von Ashwin. Die fünf Pandavas hatten ja alle unterschiedliche Väter. Sie waren alle Söhne von Kunti. Es ist eine lange Geschichte, wie es kam, dass die unterschiedlichen Väter hatten. Es gab ursprünglich einen namens Pandu. Und dieser Pandu war ein großer König. Aber er hatte eines Tages, ging er auf die Jagd und hat dabei ein Reh erlegt, das gerade im Liebesspiel war mit einem, weiß gar nicht, wie man männliches Reh bezeichnet. Jedenfalls, als er das gemacht hatte, dort gab es einen Fluch. Und dieser Fluch war, dass wenn Pandu Geschlechtsverkehr haben würde, dann würde sein Kopf platzen. Gut, und so wusste Pandu, er müsste jetzt besser auf alle Sexualität verzichten, aber da er doch Nachkommen haben wollte, dort bekam er ein bestimmtes Mantra, beziehungsweise seine Frauen, er hatte drei Frauen, hatten ein bestimmtes Mantra und diese wiederholten das Mantra und so riefen sie dann einen Aspekt Gottes an. Und sie riefen Yama an und so entstand dann Yudhishthira, Sohn von Yama und damit rechtschaffen. Und sie riefen Vayu an und so entstand Arjuna, der auch der Sohn des Windes ist. Sie riefen die Ashwins an und so entstanden Sahadeva und Nakula. Sie riefen Agni an und so entstand Bhima. So hatten also die fünf Pandavas unterschiedliche Väter. Trotzdem heißen sie Pandu, denn sie galten dann als Söhne von Pandu, obgleich er nicht der physische Vater war. Komplizierte Geschichte. Geht auch noch weiter. Dann als Pandu konnte sich doch langfristig nicht beherrschen und so wurde er doch verführt, gerade mit seiner jüngeren Frau. Und dabei ist ihm dann der Kopf geplatzt. Und so, vor lauter Schreck, starb dann auch die jüngere Frau. Und so wurden dann alle fünf Pandavas aufgewachsen, sind alle aufgewachsen als Söhne von Kunti. Okay, klingt jetzt alles ein bisschen eigenartig und die mythologischen Geschichten sind zum Teil auch recht eigenartig. Aber in allem Eigenartigen steckt auch eine tiefe psychologische Bedeutung. Und ein andermal werde ich vielleicht darüber etwas sprechen. Hier reicht es aus, du verstehst, Nakula ist einer der fünf Pandavas. Es gibt Nakula, es gibt Sahadeva, das sind Zwillingsbrüder. Die beiden waren auch die Söhne von den Ashwins. Und die Ashwins waren zum einen pferdeköpfige Aspekte Gottes, beziehungsweise Engel, oder sind Engel. Sie gelten aber auch als Heilkunst. Und du kannst dir auch bewusst machen, Heilkunst ist doppelt. So ähnlich wie im alten Griechenland, der Äskulapstab zwei Schlangen hat. So ähnlich, die Ashwins sind die Heilgötter, sind zu zweit. Genauso auch Nakula und Sahadeva sind auch wieder zu zweit und sie hatten auch wieder Heilenergie. Und so muss man zum einen auf die Intuition hören und zum anderen der Logik. Man muss mit logischen Mitteln arbeiten, aber auch mit dem Herzen. Heilkunst hat zwei Aspekte. Daran kannst du denken und du kannst das vielleicht als Essenz dieses Kurzvortrags nehmen, dass du nicht einseitig sein darfst, insbesondere nicht, wenn es um die Heilung geht, um deine eigene Heilung oder wenn du jemand anderen helfen willst, gesund zu werden.